Zeit, Schritt! Bäm! Ich drehe mal eine Runde. Genau wie beim Popschowit. Der Druckpunkt des hinteren Fußes muss genau in der Mitte sein. Der Druckpunkt ist ungefähr da. So bei dem Loch vom großen Onkel. Ja, so wo ist schon, ne? Der ist genau mittig, damit das ja nicht so kommt und man irgendwie scheiße landet. So, und der vordere Fuß steht bei den meisten so ein bisschen wie Heelflip, obwohl man keinen macht. Der vordere macht auch fast gar nichts. Der macht nur so zack und dann geht man wieder drauf. Der bleibt halt wie beim Popschowit, wenn möglich, so in der Mitte. Bam! So, was gibt's noch zu sagen? Also Fußstellen kann so sein und so. Ja, man kann auch erstmal ganz sachte machen. Zack. Dann macht man den Fuß weiter vorne hin. Zack. Alles kein Thema. So, ansonsten wirklich drauf achten, dass der Fuß keinen Heelflip reinmacht. Das ist dann der Varial Heelflip. Den wollen wir erst später. Und ansonsten steht einem nichts mehr im Weg. Habe ich das schön gemacht? Ging.